meine Lieben, willkommen zu diesem Cornelia Funke Special, Plauderstunde, was auch immer, wie immer ihr das nennen wollt. Wir werden es wohl Plauderstunde nennen. Ja, und wir wollen ein wenig reden über die großartige Autorin Cornelia Funke. Sie hat uns wunderbare Bücher beschert, sie hat uns schon viele schöne Lesestunden gebracht und jetzt wollen wir sie euch auch näher bringen, die Welt der, ja, Spionin der Kinder, wie es auf ihrer Bio steht. Ja, und wer kennt nicht die wunderschöne Geschichte um Tintenherz? Ich rede jetzt nicht von der Verfilmung. Wir reden jetzt wirklich von diesem Buch. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich dieses Buch das erste Mal gesehen habe. Das war damals im Werrepark in Bad Oeynhausen und da stand es in der Buchhandlung. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die damals. Also, wie hieß damals noch Grötefien? Ja, damals hieß es noch Grötefien. Und in der Kinder- und Jugendbuchabteilung stand dieses Buch. Und ich habe es gesehen und irgendwie ging von diesem Buch ein ganz spezieller Zauber aus und ich bin da drum herumgeschlichen wie die Katze um den Sahnetopf. Ja, immer wieder. Ihr kennt doch diese Tische und auf einem dieser Tische lag halt Tintenherz und Mal ist immer wieder drum herumgeschlichen wie so eine Katze so. Sina, guck doch nochmal. Ach nein, 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 aus dem Zeit, wo Jugendbücher, nein, da bin ich jetzt raus. Das letzte war doch Harry Potter, nein, nein, nein. Und dann wieder hin, wieder geguckt, wieder verliebt geguckt und wieder weggegangen vom Tisch. Und nein, willst du es dir nicht doch mitnehmen? Nein, 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 dafür bin ich zu alt, nein, da bin ich zu alt für. Aber dieses Cover, Sina, guck dir doch nochmal dieses Cover an. Ja, und dann kurz entschlossen habe ich gesagt, so Schluss jetzt mit dem Unsinn, wir fahren jetzt nach Hause. So, und kaum war ich zu Hause, hatte die Taschen ausgepackt, musste dieses Buch nicht ausgepackt. Musste als allererstes ins Internet gegangen werden und sich erstmal angesehen werden, was ist denn das überhaupt für ein Buch, weil ich glaube, der, ja gut, der hinten, dieser Klappentext oder UV-Text oder wie immer, er heißt nicht UV. Oh, was weiß ich, wie dieser Text heißt, der auf dem Umschlag ist nicht unbedingt aussagekräftig. So, und dann hat sie sich das durchgelesen. Sina, hörst du? Ja, und Sina musste hören. Und danach musste Sina auch hören, los, zieh dir nochmal eine Jacke an, wir fahren jetzt sofort nochmal los. Und dann sind wir also wieder ins Auto, sind wieder nach Bad Oeynhausen, sind wieder in den Werrepark zu Grütefin und dann war es meins. Ja, und ich habe es auch nicht eine Sekunde bereut, mir dieses Buch gekauft zu haben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und was ist das tolle Besondere an diesem Buch? Nicht nur, dass Cornelia Funke es illustriert hat, sondern dass hier auch immer über den Kapiteln noch Ausschnitte aus anderen Büchern stehen. Also nochmal ein kleines Highlight da oben drauf. Ja, und Ma hatte jetzt wirklich gesagt, sie wollte das Buch unbedingt lesen, so, und hat sich's geholt. Und so ging es da, glaube ich, allen Eltern, bei uns in der Klasse zumindest. Ich habe immer, und auch im Freundeskreis, die Eltern haben sich das Buch geholt, die Kinder wollten es nicht lesen. Warum auch immer. Wir haben uns alle irgendwie geweigert. Wahrscheinlich, weil die Mütter es lesen wollten. Ich weiß es nicht. Wir waren wahrscheinlich auch einfach allesamt zu sehr Harry Potter Kids. Und da war auf einmal ein Buch, was gehypt wurde als der neue Harry Potter. Und es war noch nicht mal eine Zauberschule drin. Das ging ja gar nicht. Hatten die denn alle Tomaten auf den Leseraugen? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns allesamt gesperrt. Und haben dann auch gesagt, Capricorn. Hey, komm, der Bösewicht heißt Capricorn. Wie kindisch ist das bitte? Und ja, Ma hat es gelesen, Ma hat aber nicht Band 2 und 3 gelesen. Irgendwann geriet das Buch bei uns in Vergessenheit und Sina hat zu sehr dagegen, glaube ich, auch gestichelt und nichts kam an die Rowling ran und kein, nein, niemand. So, und dann kam ich ja auf den Hörbuchtrip. So, ich habe jahrelang ja gar nicht gelesen, hatte ich ja öfter schon erzählt. Und dann kam ich durch Hörbücher wieder ans Lesen. Und Tintenherz hatte ich bis dato, ich glaube, 2 oder 3 Mal probiert. Jedes Mal wieder außer Hand gelegt, jedes Mal wieder gesagt, nein, das ist nicht die Geschichte. Sie entfaltet nicht ihren Zauber. So, und dann habe ich das Hörbuch angefangen. Und das Hörbuch hat's gebracht. Manche Geschichten müssen einfach laut erzählt werden. Und ich sage euch, diese Geschichte, die von Staubfänger,
Und die von Mo, der Zauberzunge, und von Maggie und von Eleanor, die muss laut gesprochen werden. Die muss im Raum klingen. Die braucht wirklich den Raum, um sich entfalten zu können, damit ihr in diese Tintenwelt rutscht. Es geht doch auch um einen Vorleser. Also für alle, die nicht wissen, worum Tintenherz überhaupt geht. Es geht um ein kleines Mädchen, Maggie. Maggie ist 12 Jahre alt und ich glaube, dass sie 12 ist. Und Maggie liebt Bücher. Sie hat sogar eine Bücherkiste, die sie immer überall mit hinschleppt. Und da packt sie, sie kann nicht ohne ihre Lieblingsbücher. Und ihr Vater ist, Mo, was ist er genau? Bücherarzt. Er ist Buchbinder, er ist Buchrestaurator. Ich kann euch aber auch. Na, gleich, kommen wir dann. Ich hätte doch jetzt die wunderschöne Truhe zeigen können. Ja gut, dann zeigt die wunderschöne Truhe, weil wir haben auch das wunderschöne Buch dazu. Tintenherz wurde ja verfilmt und da sage ich euch gleich, Finger weg, ich mag die Verfilmung nicht. Ich habe es auch von allen Seiten gehört, ich habe Tintenherz, die Verfilmung gesehen, ich will das Buch nicht mehr lesen. Schade, ihr betrügt euch um einiges. So, und hier seht ihr also die berühmt-berüchtigte Truhe von der Kleinen, wo sie ihre Lieblingsbücher drin hat, die sie immer mitnimmt, egal wo der Weg sie auch hinführt, weil Mo muss immer reisen, er muss halt Bibliotheken, die Schätze retten und dann kommt seine Tochter und die Truhe natürlich mit. Ja, und dann eines Nachts guckt sie nach draußen und dann steht da jemand und sie rennt zu ihrem Vater und sagt, Dad, du hast mir versprochen, dass hier nie jemand einbricht, weil es bei uns nichts außer Bücher gibt. Und dann guckt er und er sagt, ja, bildest dir das ein, was hast du denn wieder gelesen? Und dann guckt er raus und er sieht, dass da wirklich jemand steht und er holt diesen jemand auch rein. Aber seine Tochter soll eigentlich nicht mithören, aber sie kriegt es mit. Es wird geredet über einen Capricorn. Es wird geredet darüber, dass man verschwinden sollte, dass Gefahr im Anzug ist. Und am nächsten Tag sagt ihr Vater, wir fahren nach Italien. Er packt sie in den VW-Bus und dann geht es ab runter zu Tante Eleanor. Und Tante Eleanor ist so drauf, dass sie Bücher liebt. Sie ist der totale Buchjunkie. Du wolltest immer, ne? So sein wie Tante Eleanor. Ja, und naja, so ein ganz bisschen bin ich vielleicht auch so. Außer, dass ich nicht so eine Abneigung gegen Kinder habe, wie Tante Eleanor das hat, weil Kinder machen nur Bücher kaputt und sie hat ihre Schätze wirklich sorgfältig aufbewahrt. Ja, sie hat auch sogar eine Alarmanlage, die Bücher sind wirklich ihr Heiligtum, aber dieses Heiligtum wird sehr bald empfindlich gestört. Denn Maggies Vater ist nicht irgendeiner, er ist Zauberzunge. Und Zauberzunge hat eine Gabe, er kann Leute aus Büchern rauslesen, aber dafür muss immer einer wieder ins Buch verschwinden. Das bedeutet, wenn er vorliest, kann es sein, dass der Briefträger verschwindet und dafür eine geliebte Figur auftaucht. Es ist mega praktisch, Leute. Es kann aber auch nicht die geliebte Person sein. Also wenn ihr jetzt darauf hofft, euch Aladdin rauslesen zu lassen, es kann genauso gut sein, dass ihr dann, wie hieß er, Jafar, da auf einmal stehen habt oder Abu oder sonst jemand. Oder wenn es ihr bei Harry zu steuerbar. Oder ihr versucht bei Harry Potter jemanden rauszulesen. Ja, jetzt führst du aber alle in Versuchung. Ne? Genau. Und ihr wollt Snape rauslesen und wer kommt da rausgeschossen? Voldemort. Ja, dann habt ihr die Probleme. Und genau so ist es passiert. Capricorn gehört nämlich eigentlich in eine magische Welt. Und Zauberzunge hat ihn rausgelesen. Und wer leider verschwunden ist, ist auch Maggies Mutter in den Büchern. Ja, und mehr dürfen wir euch jetzt auch gar nicht verraten. Genau, es erstreckt sich über drei Teile. Es geht dann weiter mit Tintenblut und geht dann oder endet dann mit Tintentod. Die Geschichte wird immer düsterer, am Schluss ist sie sehr, sehr düster. Die meisten sagen, ihnen gefällt Band 1 am besten. Ich muss sagen, dass ich völlig in der Geschichte drin war und auch Band 3 richtig gut fand. Ich kann da nicht sagen, welches mein Lieblingsband ist oder dass die schwächer werden. Ich mochte sie alle drei, ich habe sie aber auch weggehört. Ich war nicht mehr ansprechbar. Ich habe mich mit meinen Kopfhörern in die Ecke gesetzt, habe mit dem Tee gekocht und habe ja dieses Buch vor mein geistiges Auge malen lassen.
von dem wunderbaren Sprecher. Also er ist wirklich richtig gut. Er passt zu diesem Buch wie kein anderer. Er schafft das wirklich. Er macht das richtig, richtig gut. Ich habe dann ja auch noch Teil 2, glaube ich, auch mit Sina noch per Hörbuch gehört. Und es ist wirklich exzellent gesprochen. Da fällt einem wirklich die Wahl sehr, sehr schwer. Ich bin ja eigentlich jemand, der lieber selber liest, weil ich dann mein eigenes Tempo habe und ich habe selber meine Stimme im Kopf. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ganz hervorragend gemacht und das hat mir auch super, super gut gefallen. Obwohl ich mittlerweile jetzt echt am Liebäugeln bin, ob ich mir nicht den Film noch holen sollte, weil Leute, das sind so viele Charaktere, die ich echt gerne mag. Ich weiß, ich wollte es nur noch nicht sagen. Da ist Paul Bettany drin und ihr wisst ja, dass ich total Paul Bettany-Fan bin. Ich liebe, 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 liebe diesen Mann und ich finde ihn so toll und er spielt Staubfinger. Das ist doch wohl mega cool und ich mag ihn da auch total gerne. Es ist halt ein bisschen sehr albern gemacht, aber gut, es reicht einfach vorne und hinten nicht ans Original ran. Okay. Aber es war, glaube ich, sogar die erste Blu-ray, die wir je gesehen haben. Nee, es war Indiana Jones. Dann war es die zweite. Wir haben aber die beiden Filme ausgeliehen damals. Aber es spielt auch mit Helen Mirren. Und Helen Mirren mag ich ja auch total gerne. Und Eleanor ist mit meinem Lieblingscharakter. Cornelia Funke, verzeihe mir da, ich mag Brandon Fraser nicht, für den sie die Rolle oder dem sie die Rolle des Mo auf den Leib geschrieben hat. Und ich mag ihn nicht wirklich. Er ist einfach auch nicht mein Mo. Mo ist einfach ein ganz, ganz toller Mann und so seltsam es klingt, sich in den Vater der Protagonistin zu verballern. Ich hatte mich total im Mo verballert. Er ist mein Lieblingscharakter da drin und er ist auch einer meiner Top Männer überhaupt in den Büchern. Weiß ich nicht. Das ist einfach Liebe auf den ersten Buchstaben gewesen. Ich habe mich sofort in diesen Mann verballert. Ich finde ihn so super toll. Also Mo gehört mit zu meinen Lieblings. Ja, zu den Helden, von denen ich träume. Ja, es klingt so blöd, wenn es einen Eric Northman irgendwo in der Literatur gibt oder einen Heathcliff oder einen Mr. Darcy. Oder einen Jamie Fraser. Ja, und wen mag Sina? Mo. Aus Tintenherz, den Vater. Ja, aber ich mag ihn wirklich. Zauberzunge ist mein... Ja. Keine Ahnung, wieso. Es ist eben auch ein sehr gefährlicher Mann, ne? Denn wenn er zum Buch greift und liest vor, kann es schwuppdiwupp auch mal sein, dass man selber verschwindet. Ja, Cornelia Funke war ja total angetan von der Stimme von Brandon Fraser und sie hat gedacht, wenn jemand Leute aus Büchern hinauslocken kann mit seiner Stimme, dann sicherlich er. Für mich wäre das ja sicherlich so ein Alan Rickman, ein Benedict Cumberbatch. Ein Jack Davenport. Hat eine Wahnsinnsstimme. Ja, das stimmt. Wen hatten wir ihn jetzt entdeckt? Den kleinen Verrückten, der Jeff aus Coupling spielt. Der hat auch eine tolle Stimme. Ich stehe ja total auf Stimmen. Ja, ich bin so ein Stimmen-Junkie. Und jedenfalls gerade, wahrscheinlich liegt mir deswegen Mo so sehr, weil er eine so schöne Vorlesestimme hat. Ja, dann gibt es ein richtig, richtig tolles Zusatzbuch, was wir euch jetzt auch vorstellen wollen. Durftet ihr ja schon gucken. Immer schon gestanden und ich habe es mir jetzt endlich geholt. Die Welt von Tintenherz. Ja, und dieses Buch, wir dürfen euch ja nicht alles zeigen. Das ist ja immer leider das Gemeine daran. Ich suche euch jetzt mal so meine favorisierten Seiten raus und die gehört hier ganz klar. Das sind so Schätze, das sind richtige Buchschätze. So ein bisschen tricky, aber ihr habt hier einen Blick in den Bulli von Mo, wo die beiden immer mit unterwegs sind. Ihr könnt hier mit dem Bulli durch die Gegend fahren und wenn ihr wissen wollt... Ist das nicht geil, das ist so richtig für Spielkinder, ne? Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie Italien riecht, dann schreibt mal über diesen Pfirsich. Und vielleicht danach noch über diese Zitrone. Oh, ist das nicht, und hier unten ist das nicht toll? Haben wir noch frische Minze. Oh, es ist ein tolles Buch. Das ist doch was. Also Leute, das ist wirklich was. Es ist ein Schatz, ein richtiger Bücherschatz.
Ja, und es gibt ganz, vorsichtig, ganz... Vorsichtig, nicht das Reckless gleich. Ja, und es gibt halt auch ganz, ganz viel zu erfahren über Buchbinderei, über Bücher im Allgemeinen und natürlich ganz viel über Tintenherz. Ich suche euch jetzt mal. Ja, das muss einfach sein. Es ist sogar ein Dolch mit drin. Ja, du, es ist bist nicht geil. Ein Verräter. Ja, und Verräter muss man pieken. Und das ist ganz schön spitz, ne? Ja. Ja. Das kommt zwar nicht ganz durch. Ihr seht, das ist also wirklich, so eins zeige ich euch noch, das ist mir jetzt auch egal. Wenn man sowas Schönes hat, sollte man das doch zeigen. Ich weiß jetzt nicht, nehmen wir dies oder nehmen wir das? Da, oh, hier ist mit dem Glitzer und ja, mit Sand, aber das sieht so man sehen. Hier leider nicht. Oder dies hier. Nein, wir nehmen das andere. Wir nehmen dies hier dann. Und guck, ihr seht, also auch Pop-Up-Elemente sind dabei. Und das Buch ist doch wohl wirklich... Ja, ein absolutes Schätzchen. Leider dürfen wir euch ja nun mal nicht alles zeigen. Und es sind Seiten dabei, die glitzern wie Sand. Das gehört dann so ein bisschen zu Aladdin und Tausend und einer Nacht. Ja, es ist wirklich ein... Hier, habt ihr sogar hier vorne. Das ist wie so... Oh, Jim Broadbent spielt hier auch mit. Also... Das ist wirklich ein absoluter Schatz und wenn ihr die Welt von Tintenherz liebt, dann solltet ihr euch dieses Buch auf alle Fälle anschauen. Es ist wirklich wunderschön. Ich habe es auch an einem Abend durchgelesen und ich erwische mich auch immer wieder, dass ich da gerne reingucke. Und wir haben es auch richtig schön hingestellt und wie gesagt, meine Lieblingsseiten. Bei dem Cast, ein bisschen Bulli fahren. Bei dem Cast fängt mein britisches Herz an zu schlagen. Jim Broadbent ist ja auch noch dabei. Es ist einfach, ja. Vielleicht sollte ich dem Film doch nochmal eine Chance geben. Es ist ich ja wirklich jetzt so, aber mal weg. Ihr liebt die Bücher und alles, wo es abweicht, werdet ihr... Geht gar nicht. Warum haben sie es weggelassen? Warum haben sie das gemacht? Warum haben sie jenes gemacht? Und bitte, bitte nicht. Macht es doch nicht. Und ihr werdet weinerlich, jämmerlich. Ihr wollt das nicht. Ihr leidet mit. Ihr sagt, Buch verstümmelt. Aber wenn ihr es nach ein paar Jahren seht, kann es sein, dass der Film gar nicht mehr so schlecht ist, wie ihr im ersten Moment gedacht habt. So ging es mir zumindest jetzt schon ein paar Mal. Wo ich dann auch den Abstand zum Buch hatte, gesagt habe, ach ja, der Film war gar nicht so schlecht. Man muss einfach vielleicht ein wenig toleranter werden. Genau. Vielleicht muss man das. Vielleicht ist aber die Liebe auch weiterhin größer zu den Büchern. Ja, Cornelia Funke. Ma hat sich jetzt nochmal, ich habe auch irgendwann die Bio von ihr gelesen, aber ich habe sie nicht mehr so ganz im Kopf. Deswegen, Ma hat sie sich nochmal für euch, für dieses Special nochmal gerade durchgelesen. Ja. Ja, denn dieses kleine Buch beherbergt die Lebensgeschichte von Cornelia Funke mit ganz, ganz vielen Illustrationen. Das ist total schön, das Buch. Und mit vielen Fotos. Das ist auch wieder ein kleines Schmuckstück. Ja, ich suche euch jetzt mal einfach was Schönes raus. Es ist immer toll, wie wir diesbezüglich vorbereitet sind, ne? Ja. Ja, wir sind... Das ist toll. Wir haben zwar unheimlich viel, wir haben sogar einen kleinen Plan, damit wir nicht von hier nach da und also, was vergessen, aber... Seht ihr halt auch immer, die Bücher werden nochmal genau beschrieben. Alles ist wirklich liebevoll illustriert. Es gibt ganz viele Fotos, auch von Cornelia Funke, aus ihrer Kindheit. Oder, das finde ich hier auch toll... Das ist ein Vergleich, Cornelia und Maggie aus Tintenherz im Vergleich. Und da ist doch wirklich eine ganz starke Ähnlichkeit zu sehen, wie ich finde. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist hier ihr Haus in Los Angeles, wo sie schreibt. Ja, es sind eben, wie gesagt, ganz, ganz viele Fotos, ganz viele Infos zu ihren Büchern, zu ihren Filmen. Und Cornelia Funke... hat ja eigentlich Sozialpädagogik und Soziologie studiert. Sie hat sich in Hamburg wirklich um die Kinder gekümmert, um die sich keiner so richtig gekümmert hat. Sie hat mit den Hausaufgaben Betreuung gemacht und so weiter. Sie hat nebenbei dann angefangen, hat sich schon mal ein Plakat gemalt. Sie hat für Rororo diese Rotfuchsseiten gestaltet, für die Brigitte die Kinderseiten. Und irgendwann hat es in den Fingern gejuckt. Da reichte es ihr nicht mehr, nur noch die Illustrationen zu machen, sondern sie hat angefangen, dazu auch Geschichten zu schreiben. Ja, und dann entstanden sie, die vielen, vielen Bücher der Cornelia Funke. Und ja, Cornelia Funke ist auch so ein bisschen so ein Familienunternehmen. Das fand ich immer sehr sympathisch an ihr, dass sie halt
ja, ziemlich viele Leute aus ihrer Familie einspannt, die sich um Homepage, um Recht kümmern. Ich glaube auch mit Übersetzung. Irgendjemand hat ihr da, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mir irgendwann ein Interview mit ihr auch bei NDR Talkshow gesehen. Und es ist schon so, dass die ganze Familie da irgendwie mit involviert ist in die Bücher von Cornelia Funke, in die Betreuung der Fans, um dieses Ganze rund zu bekommen. Und das finde ich toll. Also ich bin ja eh ein totaler Familienmensch und ja, sowas imponiert mir dann schon und sowas finde ich ganz, ganz toll, wenn dann so ein Familienunternehmen auch mal geleitet wird, was nicht unbedingt südeuropäisch ist oder so, sondern mal deutsch, so ganz ungewöhnlich für uns. Ja, ihr Mann war ja auch sehr, sehr stark involviert in ihre ganzen Bücher, in die Entstehungsgeschichten. Er ist ja leider an Krebs gestorben und es war bestimmt sehr, sehr schwer für Cornelia Funke danach auch einfach weiterzumachen. Aber sie hatte ja auch versprochen, dass hier die Tintenherz-Trilogie fertig wird. Und Staubfinger war ja eine Figur, für die ihr Mann so ein bisschen Pate gestanden hat, wie ich ja auch gerade wieder nachgelesen habe. Und ich glaube, da muss man... Ja, aber sie sagt ja, sie hat den Kopf so voller Geschichten, sie hätte gerne 6 oder 7 Arme, damit sie noch ganz viele Geschichten parallel schreiben könnte. Und das glaube ich auch, sie hat ein unglaublich reiches Innenleben, ganz fantastische Geschöpfe, die ihre Geschichten ja halt auch beleben. Ja, und ihr solltet wirklich in die Tintenwelt einmal reisen. Es ist so toll, es sind wirklich, man merkt anhand dieser Bücher, anhand der Tintenwelt, dass Cornelia Bücher liebt, wenn sie macht Bücherfresser Träume wahr. Sie entführt den Buchliebhaber in eine Welt, die es im Buch gibt. Es geht ums Autorendasein, es geht um diese ganzen Sachen, die man als Bibliophiler einfach ja schon mal gedacht hat, sich gewünscht hat. Wer hat nicht mal geträumt, ach, wenn ich doch nur in dieses Buch steigen könnte. Ich meine mal, ich wäre nach Hogwarts sicherlich schon entschwunden. Ich hätte mir aber auch gerne sicherlich als Kind unheimlich gerne, wäre ich auf eine Insel mit 2 Bergen Lummerland rumgetingelt und hätte ich mit Emma fahren müssen. Und du wolltest nur mit Jim Knopf und Lisi, wolltest du mit Ärgerlich nicht spielen, gibst du. Und ich hätte sicherlich auch einmal am Telefon von Alfons dem Viertel vor 12. hängen müssen. Und ja, wo hätte es mich noch überall hingetragen? Es gibt so viele Bücherwelten. Hobbiton hätte ich mir gerne angeguckt. Ohne die Ringreiter. Ich wäre bestimmt in Hobbiton, da wäre ich geblieben, das wäre meine Welt gewesen. Aber bitte ohne die Ringreiter. Ja, also es muss doch, ja, die Scheibenwelt hätte ich mir auch gerne angeguckt. So gerne wäre ich Buchtouristin und würde anstatt ein Flug irgendwo in die Sonne hin, keine Ahnung, Karibik, was weiß ich, würde ich lieber sagen, so okay, einmal bitte einschiffen nach Ankh-Morpork oder bitte einmal einfliegen auf Lummerland oder was nicht immer. Bitte, 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 bitte lasst mich doch einmal diese Orte sehen, die ich in meinen Gedanken schon so oft bereist habe. Einmal nach Hogwarts und ja, jemand hat uns jetzt auch geschrieben zum Harry Potter Special, dass in dem 5. Spiel für Orden des Phönix oder so, konnte man wohl Hogwarts richtig gut erkunden. Und ja, das sind doch die Träume, einfach mal durch diese Welt zu laufen, mit den Charakteren zu sprechen und ja, und all diese Wünsche werden für Maggie dann irgendwann wahr. Sie steigt dann in, naja, ich spoil ein bisschen, aber es sind mehrere Teile und da geht es dann auch wirklich in diese Tintenwelt. Und ja, Leute, liest es oder lasst es euch noch besser vorlesen. Lest es selbst vor, lest diese Bücher vor, sie entfalten einen ganz besonderen Klang. Ich finde ja auch Harry Potter zum Beispiel ist ein Buch, was man laut sprechen muss. Das muss den Raum erfüllen. Also manche Sachen... Ich habe es gelesen in einem anderen Buch, ich glaube es war Buddha aus der Vorstadt, wo die eine Frau sagt, gute Prosa muss laut gesprochen werden. Und ja, manche Geschichten müssen auch laut ausgesprochen werden, damit sie magisch werden, damit sich Türen öffnen, durch die ihr zumindest geistig richtig gut steigen könnt. So war es zumindest bei mir und bei Tintenherz.
So, dann haben wir die wilden Hühner, hat sie geschrieben. Und diese wilden Hühner finde ich ja auch ganz entzückend. Als Jugendliche konnte ich nichts damit anfangen. Schande auf mein Haupt. Aber ich habe sie danach gelesen und ich finde, es sind richtig, richtig tolle Kinderbücher. Es sind Bücher, die ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr Kinder in dem Alter habt. Ich weiß gar nicht, ab wie viele Jahre das jetzt genau ist. Aber so ab 10, 12, ne? Ja, aber das könnt ihr ja nachlesen. Und es sind wirklich richtig tolle, tolle Bücher. Ich lege sie euch hiermit nochmal ganz doll ans Herz. Die Geschichte von Sprotte, den Hühnern und ihren ganzen kleinen und großen Katastrophen. Auch diese Sachen wurden verfilmt. Und zwar mit Veronika Ferres unter anderem. Und der Vorteil ist einfach, man kann mit diesen wilden Hühnern ja auch ein bisschen älter werden. Es geht dann ja auch irgendwann mal um erste Liebe. Und ich weiß, dass ganz viele Fans haben sich dann ja auch so Hühnerketten gemacht mit Hühnerfedern dran und Amulette gebastelt. Und Cornelia war dafür bekannt, dass sie kleine Hühner in die Bücher reingezeichnet hat. Von den Fans. Ja, dann habe ich hier noch ein Buch, zwei wilde kleine Hexen und ja, wir sind ganz stolz auf das, was wir da haben. Das hatte uns nämlich eine Freundin, die war auf einer Lesung und die hat uns dieses Buch signiert geschenkt. Ist das nicht toll? Cornelia hat hier reingeschrieben, dieses Buch hatte Cornelia Funke in der Hand. Sie hat sie nur geschrieben? Nein, sie hat auch reingeschrieben. Ja, und ja. Ich habe sogar von dem wunderbaren Rainer Strecker auch ein Autogramm. Das ist der wunderbare Hörbuchsprecher, der mich in die Tintenwelt gebracht hat und dem ich immer noch sehr, sehr dankbar bin, weil er war mein Schlüssel zu dieser Welt. Er war das magische Fläschchen. Er war deine Zauberzunge. Genau, er war meine Zauberzunge. Er hat mich da reingelesen und deswegen nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank auch an unsere Freundin, die uns das geschenkt hat. Ich bin immer noch sehr begeistert, super glücklich darüber, dass ich ein Autogramm von der wunderbaren Cornelia Funke habe. Ja, es gibt aber auch noch mehr Bücher. Zum Beispiel hat Marder Hinter verzauberten Fenstern. Das ist ja, ja, es ist ja schon älter. Es ist, glaube ich, 1989 das erste Mal erschienen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt. Es steht immer noch auf Platz 2. Wenn es um Kinder- und Jugendbücher rund um das Thema Weihnachten geht, steht das immer noch auf Platz 2. Und das kann ja nur eins bedeuten, dass dieses Buch nämlich verdammt gut ist. Ich habe es jetzt auch noch mal gelesen. Ich konnte mich nur noch dunkel daran erinnern. Ich habe es irgendwann mal Sina vorgelesen. Und es ist schon so. Heute haben wir gesehen auch einen Papierkalender. Der war auch am Glitzer. Und ich habe gesagt, guck mal, es ist wie hinter verzauberten Fenstern. Der war auf der Landliebe drauf, ne? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Und Liebesland. Ja, es ist halt, ja, es war damals ja schon, das hat Cornelia Funke gut eigentlich schon vorhergesehen, dass die Schokoladenkalender sich ja immer mehr durchgesetzt haben und diese Papierkalender eigentlich für keinen mehr groß wert waren, obwohl das ja doch eigentlich spannend war. Da waren viel, viel hübschere kleine Bilder dahinter und hier haben diese Bilder ein geheimes Leben. Und ja, Julia ist ja eigentlich erst ganz unglücklich, dass sie diesen Papierkalender bekommen hat und ihr Bruder den leckeren Schokokalender, aber letztendlich hat sie damit doch den Glücksgriff getan, denn sie lernt dadurch ganz tolle Charaktere kennen. Es ist wirklich ein ganz bezauberndes Abenteuer. Es ist spannend, das finde ich eigentlich auch mal ganz toll, weil meistens sind diese Adventsgeschichten ja doch so ein bisschen zuckersüß. Diese hier ist spannend und macht richtig Lust weiterzulesen. Aber dazu wird es auch noch eine kleine Rezension geben, eine kleine Buchvorstellung, damit ihr euch nochmal ein genaueres Bild darüber machen könnt. Ja, dann hatte sie geschrieben, was hast du denn als nächstes auf der Liste? Ja, das ist mein erstes Buch, das ich von Cornelia Funke in die Hände bekommen habe. Es ist Der Herr der Diebe. Und ich habe es damals... Hast du das noch vor Tintenherz gelesen? Ja. Jetzt wirklich? Ja. Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Okay. Und ich habe es in Bad Oeynhausen auf der Innenstadtfete auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe dieses Buch da stehen gesehen und ich wusste, ohne das gehst du nicht nach Hause. Ja, und es war auch wie immer ein absoluter Glücksgriff, den ich da getan habe. Es geht um eine Kinderbande, um den Herrn der Diebe. Es ist eine Geschichte, die in Venedig spielt. Es gibt Löwen, die zum Leben erwachen. Und Cornelia Funke ist ja irgendwann mal in Venedig gewesen mit ihrem Mann, ist morgens wach geworden.
geworden und hat gesagt, ich habe es. Und da hatte sie den Plot für diese Geschichte schon im Kopf. Und es war das erste Buch von Cornelia Funke, das auch im Englischen erschien und das, glaube ich, auch verfilmt wurde. Ja, und die Verfilmung hat für mich eine ganz besondere Bewandtnis, weil sie ist mit Aaron Johnson, heißt der Junge, glaube ich. Und ich war damals sehr verliebt in einen jungen Mann und er und Ma hat die Verfilmung angemacht und ich wollte sie eigentlich gar nicht sehen. Und da, weil Kinderfilme und ich in dem Alter, ich meine mal, ich war 18, 19 oder irgendwie so um den Dreh. Und da kann man sowas nicht gucken. Keinen Fall. Also bitte, ich bin noch gerade davon weg und wieso sollte ich mir das dann angucken? Und dann komme ich da lang und dann sagt sie, Sila, guck mal, der sieht original aus, wie als wenn du mit ne, ein Kind hättest. Und ich gucke da hin und denke, Mann, sind die Augen blau. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, der sieht wirklich so aus, als wenn wir in den Mixer gepackt wären worden. Das, und deswegen, wann immer ich jetzt Bilder davon sehe, muss ich an diese eine Liebe denken und dass das, weißt du, so wie, das hätte ihr Preis sein können, ne? Und das wäre ihr Preis gewesen. Ja, so hätte mein Sohn aussehen können. Und daran muss ich jetzt jedes Mal denken, wenn ich höre der Herr der Liebe, denke ich immer, ah, mein Sohn. Ja. Mein Imaginärer. Ich denke da eher an Venedig, ich denke an die Löwen, ich denke an ein Karussell und ja, an diese Kinderbande. Und es ist wirklich eine ganz, ganz zauberhafte, schöne Geschichte. Ja, dann hat Ma, und davon gibt es hier, glaube ich, auch noch eine Rezension bzw. eine Buchvorstellung. Die gibt es. Ein Geisterritter gelesen. Ja, und ich habe, ein bisschen angestaubt, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Also, es ist jetzt in meinem Regal vielleicht ein bisschen angestaubt, aber vom Inhalt ist es das. Das hatten wir damals, nicht wundern, dass das hier so eine Ausgabe ist, das hatten wir damals zugeschickt bekommen vom Dressler Verlag. Ja. Deswegen ist das so, diese Ausgabe, ihr werdet es auch gleich sehen bei Cornelia Funke Reckless 2, dass das auch diese Ausgabe ist. Ja. Ja, es ist halt die Geschichte von John Whitcroft und er hat Probleme zu Hause. Seine Mutter hat einen neuen Freund und mit dem ist er überhaupt nicht einverstanden und er stemmt sich mit aller Kraft, die er da hat, gegen diesen Typen. Und seine Mutter ist dann irgendwann auch total verzweifelt und schickt ihn auf ein Internat nach Salisbury. Ja, das findet er natürlich auch nicht so toll. Und dann steht da auch irgendwann nachts unter seinem Fenster ein geheimnisvoller Fremder. Und der sieht verdammt nach einem Geist aus. Und wie gut, dass er dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das Mädchen hieß, ich glaube Ella. Und er lernt dann Ella kennen und Ellas Oma ist das, glaube ich. Die hat nicht nur einen Tick für Kröten, ganz, ganz viele Kröten hat die. Nein, die weiß auch, wie man mit Geistern umgeht. Es ist ein... Und ich glaube, gerade diese Kröten-Lady hat sie sehr nach sich kreiert. Ich glaube, sowas hatte ich mal gehört. Ich meine, sie hätte auch einen Kröten-Tick. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, auch ein bisschen düster und geheimnisvoll und mit Magie. Ich stehe ja sowieso total auf Magie. Und Salisbury und die Geschichte kam mir da genau richtig und recht und hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Bilder sind übrigens von Hechelmann. Sie sind sehr schön, nur... Moment, ich gucke mal. Ach, da ist so ein ganz besonders schönes. Und wie immer gut vorbereitet. Ja. Daran denkt man nur nicht, wenn wir die Bücher raussuchen, was wir euch da Schönes zeigen wollen. Und deswegen müssen wir jetzt immer kramen zwischendurch. Also am liebsten würden wir euch alles zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal dies. Das ist ja das Problem. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Illustrationen drin. Ach, ich mag das auch. Mar würde euch wahrscheinlich jetzt am liebsten hier die Bücher, alle Schätze, die wir hier haben, präsentieren, so Seite für Seite und alles dann noch genauestens beschreiben. Und guck mal hier und guck mal da. Das müssen dann immer unsere Freunde und Bekannten über sich hingehen lassen, wenn sie herkommen. Ich hoffe, ihr könnt das so gut sehen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön illustriert, obwohl ich ja immer finde, die Illustrationen von Cornelia Funke passen einfach zu Cornelia Funkes Büchern. So, und dann sind wir jetzt auch bei dem letzten Buch und das ist Reckless 2, 1. Das ist erstmal 1, dann 2. Ich komme schon ganz durcheinander. Und dazu findet ihr also auch schon mal eine Buchvorstellung, glaube ich, bei uns auf dem Kanal, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, und hinten drauf steht, es war einmal hinter dem Spiegel in einer Welt voller Zauber und Gefahren zwei Brüder, von denen der eine auszog, den anderen zu retten. Beeil dich, Jacob Reckless, der Stein wächst schnell. Ja, was für ein Stein wächst denn da wohl? Es ist die Geschichte, eine Geschichte, die in die Märchenwelt entführt. Sie ist wirklich absolut düster, das muss ich vorweg sagen. Es ist nichts für die ganz sensiblen und ganz schwachen Seelchen. Es ist schon ziemlich dunkel. Ja, es ist halt die Geschichte von zwei Brüdern. Der Vater ist auf einmal spurlos verschwunden und der älteste Bruder hat, glaube ich, sein Geheimnis geknackt, denn es gibt da einen Spiegel in dem Arbeitszimmer seines Vaters, durch den er jetzt auch immer geht, und er fängt an, mit Märchenartefakten zu handeln. So kann man bei ihm Rapunzelhaar bekommen oder die Spinne von Dornröschen oder was auch immer. Aber das Ganze ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, spätestens in dem Moment, wo sein Bruder ihm folgt und er wird angegriffen und seine Haut fängt langsam an oder sein Körper sich langsam in einen Stein zu verwandeln. Da muss jetzt natürlich unbedingt gegengesteuert werden. Es ist eine schöne Geschichte. Es gibt auch eine Gestaltwandlerin, eine Füchsin, die an der Seite eine Füchsin? Ja, die an der Seite des ältesten Bruders ist. Es ist wirklich ein zauberhaftes Märchen, aber wie gesagt, schon ein bisschen dunkler. Ich habe hier auch noch Reckless Teil 2 liegen, wollte das auch schon immer gelesen haben, nur, ich bin ganz ehrlich, das ist auch ein Rezensionsexemplar, da sind keine Illustrationen drin und diese Bücher sind einfach so schön aufgemacht. Das gehört, sie leben durch die Illustrationen. Die gehören einfach mit dazu und da ist die Hälfte des Lesevergnügens gleich so gut. Da sind diese wunderschönen Bleistiftzeichnungen drin und da bin ich ganz ehrlich, da gucke ich lieber. Und das werde ich mir jetzt irgendwann mal gönnen. Aber damit es weitergeht. Damit es weitergeht mit Reckless. Ich habe dieses Märchen nämlich wirklich sehr, sehr gerne gemocht. Nur im Moment ist nicht bei uns die Zeit für düster. Nein, im Moment haben wir es lieber etwas heiterer. Aber auf alle Fälle, das steht ganz oben mit auf meiner Wunschliste. Reckless Teil 2. Und bald kommt ja, glaube ich, auch der dritte Teil raus. Wenn er nicht schon draußen ist. Nee, ich glaube, er kommt jetzt. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, in die Welt von Cornelia Funke einzutauchen. Sie hat wirklich wunderschöne Bücher geschrieben. Wenn ihr sie noch nicht kennt, wird es Zeit, dass ihr sie mal kennenlernt. Gebt ihr einfach mal einen Versuch. Ein Leseabend. Ja. Lest mal rein. Oder hört mal rein. Genau. Die Möglichkeit habt ihr. Ihr könnt auch reinschauen. Die Bücher sind ja, viele davon sind ja auch verfilmt worden. Fangt vielleicht nicht gerade mit Tintenherz an, vielleicht eher mit dem Herrn der Diebe oder mit den wilden Hühnern. Genau. Und ja, es ist für jedes Alter eigentlich was dabei. Außer für Erwachsene. Ja, die Erwachsenen dürfen Reckless lesen, die haben ihren Spaß an Tintenherz. Und die haben vor allen Dingen Spaß, wenn sie mit ihren Kindern wieder zusammenlesen können. Und ich glaube, wer die wilden Hühner liest, der denkt auch mal wieder ganz gerne an seine eigene Kindheit zurück. Mir geht das ja oft so, wenn ich Kinderbücher dann auch lese. Und zumindest war es bei mir so, dass ich mich wieder daran erinnert habe an meine eigene Kindheit. Also sie nimmt einen wieder an die Hand, sie führt einen zurück zu den eigenen Wurzeln. Ich habe meinen Spaß in ihren Büchern und ich kann sie euch nur empfehlen. Das zum Thema Cornelia Funke und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Thema haben, was auch immer das sein wird. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das guckt. Macht's gut und tschüss. Habt eine schöne Zeit. Ciao.